Und damit ein herzliches Hallo und willkommen, ja, zurück bei einem neuen, alten Let's Play. Wie soll man es nennen? Ich habe mir Stranded Deep mal wieder ausgeguckt. Und zwar gab es dort richtig schöne Updates in der letzten Zeit. Da ist einiges hinzugekommen, hat sich vieles verändert und insofern lohnt es sich, ein altes Game, naja, alt, 2015 ist es ja erst erschienen, Anfang des Jahres, quasi jetzt ein Jahr alt bald. Aber ein altes Let's Play sozusagen mal wieder aufzuwärmen und mal wieder reinzuschauen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Und ich bin selbst gespannt. Ich habe nur mal ganz kurz, ihr seht da unten steht immer noch 0 Day, also 0 Tage überlebt. Ich habe nur mal ganz kurz reingeschnuppert. Es ist wirklich anders. Das kann man schon mal so zusammenfassen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier allein schon beim Optionsmenü am Anfang einiges Neues. Und zwar können wir in den Optionen einige Einstellungen vornehmen, unter anderem auch die Grafik besser anpassen. Wir haben hier Audio-Möglichkeiten. Beim Input können wir auch hier die ganzen Tastenbelegungen dergleichen machen. Das ist schon mal schön. Dann gibt es einen umfangreichen Map-Editor. Wir können eigene Maps erstellen. Ach komm, wir schauen das uns mal ganz kurz an. Warum denn nicht? Ja, ich habe da mal ganz kurz reingeklickt, aber wenn wir uns schon hier die ganzen Features anschauen wollen von dem Update, dann wollen wir uns auch ganz kurz auf diesen Map-Editor stürzen. Da wird scheinbar random irgendwie eine Karte erstmal vorgeneriert. Ich habe das nur mal ganz kurz auch durchgeklickt, ne? Also ich möchte das jetzt nicht behaupten, dass ich das alles geblickt habe. Und dann kann man so eine Kachel quasi generieren für eine große Karte. Das sehen wir dann später. Die setzt sich aus so mehreren Kacheln zusammen, scheint's. Ist ein bisschen tricky, sage ich mal. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass das Gelände sozusagen zu formen. Hier können wir jetzt sagen, wir wollen relativ kleinräumig und aber relativ kräftig irgendwie eine Aufschüttung machen. Hier beispielsweise einen kleinen Hügel oder einen Spitzenhügel oder dergleichen. Dann können wir hier so einen Gebirgszug machen. Wir können aber auch sagen, wir wollen das Ganze entsprechend groß hier entstehen lassen und das gesamte Gelände anheben und große Inseln sozusagen dadurch erstellen und das Ganze hier erweitern oder wie auch immer. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier Objekte zu platzieren, wie beispielsweise Felsen, Bäume, Items, die man looten kann. Und so erstellt man so ein kleines Inselarchipel. Genauso können wir hier den ganzen Loot machen. Also hier was an Schiffswracks und dergleichen auftaucht, können wir sicherlich auch machen. Animals können wir sogar platzieren, sehe ich gerade. Also wie viele Haie hier rumschwirren, unter anderem Structures, Campfires. Wir können also auch schon von vornherein so ein bisschen was hier hin basteln. Wir können Boote hinhauen und. Hier sogar Flugzeugwracks hier, können wir mal schauen. Zack, hätten wir eins. Und ja, so können wir dann hier, die Steuerung ist so ein bisschen schwierig. So, und dann können wir sagen, das soll jetzt das, das ist echt gar nicht ohne. Moment, wir müssen, wie gehe ich nach hinten? So, schwierig. So, und dann kann man sagen, das soll hier so ein bisschen in den Boden reingedonnert sein, dann kann man das auch drehen, weiß ich jetzt nicht. Also, das ist nun mal so ganz super schnell, der Map-Editor. Und so können wir dann hier einzelne Kacheln zusammensetzen. Ich gehe jetzt hier raus, denn das soll jetzt wirklich nicht Inhalt unseres Let's Plays sein, aber ich finde es schon mal ziemlich cool, dass das implementiert wurde. Denn es war ja auch immer ein Thema beim ursprünglichen Game, dass man eben so kleine Inseln nur hatte. Und da gar nicht so richtig, sag ich mal, ja, man hat da immer so Mini-Inseln und dass man mal so eine große Welt hat, das hat man vermisst. Und ja, hier sehen wir es jetzt, das sind die kleinen Kacheln, aus denen diese Welt zusammengesetzt ist. Ich weiß nicht, was diese schwarzen Flecken hier bedeuten, denn benannt sind sie. Ob da jetzt irgendwas reingeladen wird, random oder nicht, weiß ich nicht. Hier sehen wir so kleine Vorschaubereiche und genauso könnte man jetzt sagen, hier, das ist eine vorgefertigte von den Entwicklern, die habe ich schon mal da unten reingeschoben. Genauso könnte ich jetzt sagen, hier nochmal Local My Maps, wahrscheinlich sind die dann hier. Also wenn ich die jetzt fertiggestellt hätte in dem Editor, hätte ich die Map jetzt nehmen können und hier einfach reinsetzen können. Finde ich ganz cool. Ich nehme jetzt einfach mal diese Welten. Ich weiß nicht, was es heißt, wenn ich es jetzt markiere. Ich kann jetzt nicht schieben oder so. Das geht nicht. Ich kann allerdings sagen, das hier soll dahin. Ich mache es nur nicht, weil da unten ist das Element ja schon mal. Ich weiß nicht, ob das heißt, ich starte dort, wenn ich das jetzt markiere. Da bin ich noch überfragt. Wie gesagt, dafür habe ich zu kurz reingeschaut. Wenn wir eine neue Map generieren, erstellen wir einen Seed. Den kriegen wir auch kurz eingeblendet. Jetzt allerdings, wenn sie erstellt ist, nicht mehr. Zumindest scheint es mir so.
Ich wüsste nicht, wie ich den World Seed jetzt hier wieder dargestellt bekomme. Aber so kann man, wenn man den Seed sich vorher notiert oder einfach nur, was weiß ich mal, also sein Geburtsdatum eingibt, dann mit diesem Seed auch die immer gleiche Welt nochmal neu erstellen. So, wir machen jetzt New Game in dieser Map und ich markiere oben das mal, weil mir das so mit diesem großen, dieser großen Landmasse da ganz gut gefällt. Vielleicht sind wir dort, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Überhaupt werden wir sehen, wie viel sich geändert hat. Es ist eigentlich nicht mehr viel übrig vom ursprünglichen Game, muss man sagen. Auch grafisch hat sich einiges getan. Und da sind wir schwankend, torkelnd auf unserem gewohnten Bötchen. Das kennen wir schon zu Genüge. Und wir kennen auch zu Genüge, dass wir hier ein Paddel haben. Ich glaube, dieses Torkeln hier auf dem Wasser, da wird einem schon ein bisschen schlecht. Lässt sich auch in den Optionen einstellen. Allerdings weiß ich nicht genau, ob es das hier ist, dieses Ocean Rotation Intensity. Ich mache das mal runter, dann sehen wir das mal vielleicht. Back, Resume. Genau. Jetzt hat dieses Torkeln nachgelassen. Das kann ich nur jedem empfehlen, so am Anfang vielleicht ein bisschen runterzunehmen, weil ich hatte es schon mal runtergenommen. Das war jetzt schon reduziert, was wir am Anfang hatten. Wenn man standardmäßig reinkommt, dann kriegt man erstmal, ja, wie soll man sagen, dann kriegt man erstmal Probleme mit dem Magen. So, das Paddeln ist verdammt leise geworden. Der Rest dafür ist relativ laut, also mit dem Sound haben sie es immer noch nicht so. Da hatten sie auch, das war glaube ich so das erste, was sie gesucht haben, waren Sounddesigner. Ich glaube, da sind sie wirklich schwach. Wir werden da so einige... Ah, ein Rochen. Hallo Rochen. Schön. Gleich mal zu Beginn so ein bisschen Leben hier. So, da hätte man eine Konsole. Deshalb bin ich hier gleich mal hingepaddelt. Hat er kurz Luft geholt. Was? Wie? Moment. Da. Ein Eimer schwebt dort. Kann ich den nehmen? Wäre nett. So. Da haben wir noch was. Wir tauchen. Insgesamt ist die Kollisionsabfrage leider ziemlich für die Füße. Das habe ich auch schon festgestellt. Man kann so durch ziemlich viel durch, also unter anderem auch durch diese Kiste hier, ihr seht so durch, hat vielleicht den Vorteil, dass man dann am Ende nicht mehr festhängt. Wahrscheinlich haben die das erstmal so reingepatcht. Ich bin gespannt, wann wir dem ersten Hai begegnen. Jetzt glücklicherweise noch nicht und jetzt muss ich hier irgendwie wieder reinkommen. Lass mich rein! Lass mich rein! Also ich muss sagen, Stranded Deep gehörte ja so schon zu einem meiner liebsten Let's Plays und ich habe dem wirklich sehr nachgetrauert, dass es sehr wenige Patches gab und ich das erstmal beenden musste. Insofern, jetzt ist es für mich ein sehr schönes Zeichen, dass die Entwickler irgendwie wieder zum Leben erwacht sind und gleich in kürzester Zeit zwei recht gute Patches rausgebracht haben. Haben wir noch was? Schauen wir mal rein. Augenscheinlich leer. Na gut, wir nehmen mal unser Boot. Das kann man nach wie vor mit Rechtsklick und... Kann man das? Ja, kann man. Man kann es nur nicht mehr, glaube ich, so unter sich ziehen. Früher war das so, da hat man es mehr oder weniger als Schwimmreifen so um sich gehabt. Das war eigentlich ganz lustig. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, dann schauen wir uns noch mal... Oh, aha. Ein Tarp, eine Plane. Ob man da so Wasserauffang-Dingenskirchen mitmachen kann, wäre zumindest meine persönliche Idee, was ich damit anstellen würde, mit ein paar Sticks und irgendwie versuchen, Regen aufzufangen, um Süßwasser zu bekommen. So, also hier sehen wir jetzt schon mal die Weltenerstellung, dass sie sich eben entsprechend stark geändert hat. Im Hintergrund sehen wir immer noch die vorgefertigten PNG-Inseln, wie man es mal so nennt. Die weit entfernten sind immer noch nicht irgendwie als Vorschau geladen, sondern da sieht eine aus wie die andere. Aber hier die, dass man so nahegelegen gleich ganz viele weitere Inseln hat, das finde ich doch mal sehr nice. Nicht so schön ist dafür, dass man die Palme nicht mehr fällen kann. Ich nehme mal das Messer. Da geht nichts mehr. Zumindest nicht mit dem Messer. Wir können mal probieren, ob wir da später mit der Axt ran können. Was wir zerlegen können, sind diese Driftwood Piles. Aber wir sammeln erstmal eben unser Messer abwetzen. Denke ich mal auf, was so rumliegt. Da vorne liegt noch eine Plane. Ist ja fast inflationär hier. Ist ja Wahnsinn. So, nehmen wir mit. Das können wir nicht aufnehmen. Hier den Stick aber, schätze ich.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe meine Mikroeinstellungen ein bisschen verändert. Ich drehe das Mikro mal so etwas weg. Oh, sorry, es hat gerumpelt. Ich nehme immer noch aus dem Bett auf. Ne? Ich bin immer noch hier nach meiner Operation, letztens nach meiner Rückenoperation, bin ich immer noch mehr oder weniger gezwungen, im Bett zu liegen. Das wird auch noch eine Weile so gehen. Ich hoffe, dass die Soundprobleme oder das eventuelle Rauschen und dergleichen, der Rechner steht hier quasi direkt neben mir, kann sein, dass man den Lüfter dadurch hört, etc. Das ist leider Gottes momentan noch nicht so ganz zu vermeiden. Der Rechner dreht auch gerade recht hoch. Ich habe die Grafik auf High stehen und bin gespannt, ob das gut geht. So, sammeln wir mal ein bisschen. Das ist auch interessant. Hier liegt so, ja, so Scrap halt, also so Metallschrott. Angespült. Sicherlich ganz schön. Wir werden uns auch gleich das Crafting-Menü noch anschauen. Das hat sich nämlich total geändert. Früher musste man ja hier craften. Ich empfehle auch jedem ruhig mal die alte Playlist nochmal anzugucken, wer Survival Games mag. Das hat schon echt Spaß gemacht. Also war wirklich eines meiner liebsten Let's Plays. Den Link zur Playlist, den habt ihr auch unten in der Videobeschreibung. Einfach auf mehr Anzeigen klicken unter dem Video. Und dann kommt ihr da, denke ich, relativ schnell dazu. So, in dem Fass ist nichts. Naja, also früher musste man tatsächlich craften, indem man Sachen einfach auf den Boden schmiss und dann wie war denn das? Was musste man dann drücken? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann bekam man so angezeigt irgendwie, ich müsste mir selbst nochmal angucken, welche Bauoptionen man damit letzten Endes hat. Glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls musste man auf dem Boden liegen craften. Verdammte Hacke, ist schon so lange her und so viele andere Games in der Zwischenzeit gezockt, dass man sowas echt vergisst. Was sie auch augenscheinlich erweitert haben, ist das Inventar. Ja, genau. Das hatte vorher, glaube ich, waren das nur 8 Plätze? Da sind wir dann jetzt bei 15 Plätzen angekommen. Allerdings lässt sich alles immer noch nur 4-mal stapeln. Den Eimer, mit dem müssten wir gucken, ob man immer noch so blöd Wasser herstellen kann. Das war auch immer so lustig. Man hat letzten Endes Wasser hergestellt, indem man es einfach abkochte. Als wäre das hier Süßwasser, was man einfach nur desinfizieren muss. Oh, Planken. Okay. Also, wir haben... Ich lass mal hier, komm... Sticks werden wir noch in Massen finden. Achso, ich muss erst in die Hand nehmen, dann kann ich es fallen lassen. Hopp, die lassen wir mal hier fallen. Dann nehmen wir lieber so ein paar Planken. Uch. So. Was natürlich noch immer... Ich finde die Schritte so nervig. Das klingt so, als würden Arme und Beine eine rotierende Scheibe geben hier beim Laufen. Und es wird schon dunkel. Sowas. Also, wir schauen uns das Crafting-Menü mal an. Ich bräuchte noch Lashings, wenn ich die Rezepte noch richtig in Erinnerung habe. War da was runtergefallen? Waren das nur Blätter? Das sind augenscheinlich Blätter. Ich hatte gerade gedacht, ich werde von der Kokosnuss erschlagen. Die gibt es übrigens auch noch. Sollten wir uns auch noch suchen. Jo, bevor es jetzt dunkel wird, brauchen wir irgendwoher Seile. Wie sahen diese komischen Yucca-Palmen eigentlich nochmal aus? So Mini-Palmen halt. Mini-Palme da. Das hier, ja, genau. Dann hauen wir uns das mal kaputt und dann können wir hoffentlich... 2 haben wir. So, und dann schauen wir uns das Crafting mal an. Das ist es jetzt. Wir haben Werkzeug, wir haben Bauwerke und später kommt noch hinzu, ist noch nicht drin, Farming. Hier müssen wir also irgendwie später... Eine Hacke uns bauen und dann, keine Ahnung, ob man da Felder anlegen können. Und hier kommt noch Medical, also irgendwas, um uns wieder ein wenig Gesundheit zu verschaffen. Bandages, Splints, Selves, Herbal, okay. Also hier können wir uns aus Kräutern und dergleichen auch so Zeug herstellen. Was wir bisher haben, sind Bandages, Crude Bandage, da bräuchte man Cloth und Duct Tape für. Okay. Gut, also wir sehen es jetzt hier bei... Gehen wir mal zu den Werkzeugen, da haben wir dann die Campfires auch drin, das Bett ist drin, großes Firepit und dergleichen und mein Lieblings-Fishtrap, die, mal schauen, ob die mittlerweile funktioniert. Ich habe das ja nie so richtig hinbekommen damit, aber wir stellen jetzt erstmal eine Axt her. So, Craft. Ah ja, und das ist immer noch dann so auf dem Boden. Okay, kann ich gerade nicht aufnehmen. Wir sind mal nicht so und machen erst noch einen Hammer. Und den können wir dann aufnehmen und das wieder nicht. Super. Komm. Steine wird es hoffentlich auch noch genug geben. So. Und mit der Axt ausgestattet können wir jetzt hier diese Driftwood Piles, dieses
Treibholz hier auseinandernehmen. Interessanterweise ist nach dem ersten Rumhacken hier erstmal nur Baumstämme. Es ersetzt im Grunde genommen also unsere Palmenstämme. Und die kann man wieder mit rechts nehmen und irgendwo hinlegen. Keine Ahnung, ob man die braucht zum Craften. Ich glaube, so einiges muss man sich wieder hinlegen zum Craften. Und einiges hat man im Inventar. Das wird sich noch herausstellen sozusagen. So, da hätten wir hier dann die Holzdinger und die könnten wir wiederum zerhauen. Mache ich jetzt aber nicht. In Sticks. So viel habe ich schon rausgefunden. Das war es dann aber auch. Ob man Palmen fällen kann, werden wir noch sehen. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Palme 04. Hat auf jeden Fall Kokosnüsse. Klettern ist einfach gegenlaufen. Nicht runterfallen. Tu mir den Gefallen. So, mal schauen, wo die jetzt hingeplumpst sind. Eine hätten wir schon mal. Wir haben auch unseren BP weiterhin dabei. Ach ja, unsere Uhr, die uns sagt, wenn wir Hunger haben. So eine, da ist die andere Nuss. Okay. Legen wir mal beide hier hin. Die große Frage ist, tja. Was mache ich jetzt hier mit dem Zeug? Mit dem Zeug. Z-O-I-C-H, ihr kennt es bereits. Da vorne ist mein Boot. Ich mache jetzt erstmal Folgendes. Wir legen das erstmal da hin. Hier so am Stein. Da können wir ja mal so ein bisschen Lagerfläche machen. Ich würde sagen, wir machen uns hier ein kleines temporäres da Lager. Das heißt nicht, dass wir hier jetzt direkt unsere Hauptinsel machen, aber dass wir hier wenigstens mal so die Grundausstattung haben. Mal ein Lagerfeuer bauen. Und dergleichen. So. Ja, schön der Mond. Nur ein bisschen übertrieben hell, aber an sich schön. Überhaupt finde ich die Grafik recht gelungen, aber ja gut, ein bisschen zu hell ist es. Na gut, wir brauchen ein Lagerfeuer, würde ich sagen. C. C ist das Crafting-Menü, das neue Campfire, Campfire Pit. Komm hier, wenn schon richtig, was braucht man dafür? Fire Pit braucht... Achso, ich brauche ein Fire Pit, um dann ein Spit drauf zu machen. Ein Pit braucht wiederum ein Campfire und dazu noch zusätzliche Steine. Und ein Campfire braucht bloß Sticks. Craft. So. Tja. Hier oben. Hier ist doch ganz schön. Zack. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich das Feuerzeug nehmen und dann anzünden. Aber bringt mir jetzt ja noch nichts, weil ich nicht wirklich was drauf grillen kann. Habe ich hier Kartoffeln? Dann könnte man die wenigstens grillen. Wo habe ich mein Messer? Ich muss mich noch... Moment, ich sortiere das mal um. Kann man das? Nee. Wie sortiere ich denn das auf die Nummern? Kann man nicht hier irgendwie... Moment, mit Rechtsklick? Nee. Dass ich das irgendwie sortieren kann, weil ich habe auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 die ersten Plätze hier im Inventar. Das heißt, ich müsste alles ablegen und neu aufnehmen und dann sortieren, weil anders geht es irgendwie nicht. Okay, was war jetzt dann die Axt 7? Ich versuche es mir zu merken. Wir bräuchten Steinchen. Mal schauen, ob wir die noch hier irgendwo rumliegen sehen. Ich habe gerade noch welche weggeschmissen, ich weiß. Platz hätten wir und 4 Steine haben wir. Wie viele Steine brauchten wir denn jetzt für diese Fire Pit? Wie gesagt, ich muss mich noch reinfinden, ne? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt ist nur die Frage, dieses Campfire, muss ich das im Inventar haben oder muss ich das... Kann ich das überhaupt im Inventar haben oder reicht das, wenn ich davor stehe? So, schauen wir mal. Ah, Campfire wird jetzt angezeigt, 1 von 1. Steine brauchen wir 3, 4 haben wir, Craft. Zack, dann haben wir es, okay. Dumm ist nur, dass ich mich jetzt nicht bewegen konnte, ich stand drin quasi, okay. So, und jetzt bräuchten wir für, ah Mann, C ist es, lern's doch.
Für das Campfire Spit bräuchten wir jetzt noch Lashing 1. Und dann hätte ich mir so ein großes Ding gebaut. Tja, haben wir noch eine Yucca? Das scheint eine rare Ressource geworden zu sein. Insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob ich hier so verschwenderisch sein sollte. Meine große Frage. Wenn ich das jetzt finde. Andererseits, wenn ich so gucke, ich glaube, die Inselmenge, die Landmenge hat sich eher erhöht. Tja. Keine Kartoffelpflanze, kein gar nichts. Bisschen suboptimal. Entschuldigung, ich musste mich mal ganz schnell muten, ich musste niesen. So, habe ich gerade noch so geschafft hier. Meine Herren, gar nicht so einfach alles im Liegen hier mit der Tastatur auf dem Schoß. Also ich glaube, mit einer Yucca haben wir jetzt nicht nochmal Glück. Den Hammer habe ich mir bereits gebaut, weil ich glaube, den zu brauchen für das Bauen von den Gebäuden wahrscheinlich. Aber für das Bauen von den Gebäuden werden wir auch Lashings brauchen. Tja. Schwing deine Beine. Nee, also das ist wohl doch. Vielleicht ist die sogar. War das nicht die von eben? Ich weiß es nicht. Dass sie schon nachgewachsen wäre. So, machen wir uns jetzt da mal eine große Feuerstelle draus. Ah, guck, das war die von eben. Die sind hier dann sehr nah beieinander. Naja, gut. So. Ja, so Kartoffeln nach wie vor nichts zu sehen. Vielleicht bin ich auch schon 50 Mal an einer vorbei. So, und dann machen wir jetzt hier draus C, das große Campfire. Nochmal 3 Sticks, die haben wir. Zack. Okay. Ja, und dann hätten wir hier zumindest eine Möglichkeit für. Eine Möglichkeit für Fisch und dergleichen, um das zu braten. Bräuchten wir jetzt für einen Fisch Rock Shards wahrscheinlich und Stickies. Haben wir noch einen Felsen? Haben wir noch. Werfen wir den mal hin. So, dann auf der 7. Ist das noch so? Ja, es ist noch so. Rock Shard, Rock Shard. Ein Lashing haben wir auch noch. Reicht das schon für einen Speer oder brauchen wir 2? Ne, das war das Knife. Das will ich nicht. Speer, da. Stick brauchen wir noch einen. Stick brauchen wir noch einen, okay. Da vorne. Nein, nicht ganz, aber nehme ich auch mit. Auch nicht. Notfalls muss ich so einen Holzhaufen zerhauen, so ein Treibholz. Aber ich meine, ich habe doch irgendwo. Aha, nehmen wir auch noch mit. Auch noch mit. Kann man alles noch stapeln, hoffe ich. Ja. Geht noch. Also von diesem Treibholz hätten wir zur Not genug. Bin jetzt nur echt mal gespannt, wie viel. Irgendwo habe ich doch so viel Stickies fallen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Ah, was man auch machen kann, ist hier genau die Trees zerhauen. Glaube ich. War das so? Irgendwelche Bäumchen konnte man zerhauen, um Sticks rauszubekommen. Du? Ah ja, hier scheint was zu passieren. Jawohl. Stick. Perfekt. So, und dann machen wir jetzt unseren Speer. Es ist immer noch auf C. So, Craft. Perfekt. Dass man die immer noch auf den Boden schmeißen muss. Na gut. Root Spear. Und der ist jetzt auf der, keine Ahnung. Dann schauen wir mal, ob wir hier im Dunkeln irgendeine Sardine oder so sehen, aber ich fürchte ja mal nicht. Mal so langsam. Könnten wir, zur Not muss ich so eine Kokosnuss köpfen.
könnte auch so langsam mal wieder... Ah ja, der Mond ist fast weg. Also es wird bald wieder hell. Ich denke mal, so lange überleben wir. Das mit dem Hunger haben die, glaube ich, reduziert. Das war früher viel intensiver. Und hatte sehr, sehr schnell Hunger bekommen. Tja, ich glaube, also bei den Sichtverhältnissen hier gerade... Also wird aber verflucht schnell hell. Und schön. Ach, guck einmal einer an. Urlaubsfeeling. Oh. Nice. Nice. Vor allem mit diesen krummen Palmen hier. Das hat schon was. Das muss ich ja sagen. Also das ist jetzt schon... Ja, also... Man möchte meinen, gestrandeter zu sein, ist gar nicht so schlimm, wenn man das sieht. Gestrandeter auf den Malediven, ja, es gibt schlimmere Schicksale. So, schauen wir mal, wenn hier nicht die Haie wären, aber noch einmal keinen gehört. Die sich immer so schön... Oh, crap. Moment. Und jetzt? Ah. Die waren früher an Land, jetzt muss man sie aus dem Wasser rausholen. Gar nicht so doof. Und eine lassen wir mal leben. Vermehret euch! Vermehret euch! Paaret euch! Ich komme wieder! So. Und ich sollte mal auf die Zeit achten. Ich würde sagen, das Feuer, das weihen wir dann in der nächsten Folge ein. Ich denke mal, habe ich den alten Endscreen noch? Mal gucken. Oh, da ist er. Ist das nicht sensationell? Muss ich nur noch gucken, ob ich hier im Hintergrund den Sound ausbekomme. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Das war erstmal so ein erster Eindruck von Stranded Deep nach dem neuen Update. Ich finde es schon mal interessant. Vor allem wird es interessant werden und das schauen wir uns in der nächsten Folge dann ausgiebiger an, was man alles an Bauwerken errichten kann. Das ist jetzt mit diesem ganzen neuen Material. Wir haben Tarps, also diese Planen. Wir haben Stahl, wir haben dieses Metallschrott, wir haben Driftwood-Zeugs und so weiter und so fort. Das heißt also da jede Menge an neuen Materialien und damit auch neue Bauwerke, die wir errichten können. Das wird, denke ich, ganz spannend zu sehen und da habe ich schon einiges an Spaß dran, denke ich mal, das mit euch zusammen auszuprobieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich immer und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und mit, oh, der Endscreen ist wieder fertig. Ich werde es nie lernen. Also macht's gut, ciao.